Ich bin ganz schön enttäuscht. Krieger. Ja. Bei Miss Mason wusste ich irgendwie, dass es nicht leicht wird. Aber du? Ich hatte wohl gehofft, dass wir beide uns einig werden. Wo sind wir? Du bist hinter den Kulissen. Das ist unsere sicherste Anlage. Hier drin geht es ans Eingemachte. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Als ihr Bruder und ich das Nuform entwickelt haben... Du hast nur deinen Namen aufs Patent gesetzt. Er sagte, dass du nichts kannst, außer anderer Leute Ideen zu verkaufen. Tja, dafür habe ich noch einen Puls, Kleine! Aber genug davon, nicht wahr? Zuallererst werde ich dich jetzt... Wow! Das ist großartig. War das ein Abwehrreflex? Oh Mann, echt heiß. Also, ich werde dir diese Maske abnehmen. Und dann finde ich raus, wie du so tickst. Denn du verströmst den Duft hochmoderner Biotechnik. Und weißt du noch, was das für mich riecht, Kleiner? Nach einer Menge Geld. Okay, ich gehe jetzt zum Sport. Heute sind die Beine dran. Quetscht euch hier raus, wo meine Uniform ist. Ja? Sonst kann ich die Plaza nicht eröffnen. Oh, und benutzt ihn. Bringen wir unseren Kampf endlich zu Ende. Ganz ohne Kameras. Wow. Bist du okay? Die wollten dich umbringen. Ach du Scheiße. Ich bin ganz schön zäh. Suchen wir einen Ausgang. Roxxon hat Rhino behalten, anstatt ihn der Polizei zu übergeben. Das ist verrückt. Was Roxxon angeht, überrascht mich nichts mehr. Alles okay? Ja, sobald wir hier raus sind. Ich schalte die Überwachungskameras aus. Überprüfst du den Computer? Ja, machen wir. Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Spider-Man Miles Morales. Und beim letzten Mal haben wir einiges über den Prowler erfahren. Und wie es aussieht, Roxxon hat auch hinter den Kulissen viel, viel gemacht. Und sie haben Rhino irgendwie abgegradet. Was hast du gefunden? Da ist der Ausgang, durch das Büro. Wir müssen zuerst die Abriegelung aufheben, im Kontrollraum. Zuerst müssen wir aus dem Sicherheitstrakt raus. Ich gehe runter und sehe nach, womit wir es zu tun haben. Die Tür ist versperrt. Venom hat die Zelle geknackt. Sollte auch bei der Tür gehen. Wenn ich rausfinde, wo der Strom herkommt. Genau, dafür müssen wir erstmal da hoch. Hallo? Ist offen. Bin schon unterwegs. Bin direkt über dir. Ist das cool gemacht. Die Sicherheitstür ist unser Ausgang, aber ich muss ein paar Terminals hacken, um den Alarm auszuschalten. Ich kümmere mich um die Security. Unsere Kameras im Südflügel sind tot. Bestimmt hat Rhino sie ausgeschaltet. Er wollte die Gefangenen verhören. Der andere Typ bringt sogar Spider-Man zum Singen. Dann schlaf mal gut. Da vorne sind noch zwei. Wie haben wir die beiden gefunden? Hat Rhino sie verfolgt?
Nein, er ist nur ein willenloser Handlanger. Ein Agent hat uns ihre Position gegeben. Kaffee wär's jetzt. Kleiner Tipp. Achte bei Krieger darauf, was du sagst. Er wirkt entspannt, aber er ist jetzt auch nicht. Hab's gemerkt. Er hat in weniger als einem Monat 3 Assistentinnen verschlissen. Diese Underground-Anfänger haben keine Chance. Ah, vorsichtig. Warum sollen wir Spider-Man und Peter eigentlich treffen? Wir können sie einfach loswerden. Krieger hat immer einen Affen Ärmel. Er glaubt, die sind Leben für uns von größerem Wert. Wenn die Plaza fertig ist, hören die Beschwerden auf. Damit sie nächste Woche öffnen können. Ja, ich bin als Nächster dran. Die ganze Zukunft des Unternehmens scheint davon abzuhängen. Ja, abhängen ist ein gutes Stichwort. RX-99, bitte melden. RX-99 antwortet nicht. Sucht ihn. Verstanden. Ich gehe hin. Ja, trennt euch ruhig. Suche die Gegend ab. Ein Problem weniger. Wie die alle hier an der Decke kleben. Diese Underground-Anfänger haben keine Chance. Ich würde gerne beide irgendwie einfach wegschocken. Geht mal bitte darüber. Und ihr zwei guckt euch das einmal an. Entschlüsselung läuft. Okay, bereit für den nächsten Computer. Da ist irgendwie Verstärkung gekommen. Wir müssen reden. Die Plaza zu sprengen ist keine gute Idee. Die Stadt mit einem gefährlichen Brennstoff zu vergiften auch nicht. Ja, aber es muss einen anderen Weg geben, sie zu erledigen. Strategien können fehlerhaft sein. Wie die Entscheidung, Freunde anzulügen. Aber lass uns Okay, ich schließe das Schloss kurz. Du musst die Überschreibung aktivieren. Bin dran. Okay, das heißt da rein. Sieht aus wie eine Art Datenarchiv. Was wohl auf den Computern ist? Und eine Underground-Kiste? Hey! Roxxon stiehlt dein Zeug! Du auch, was man so hört. Besten Dank dafür übrigens. Ja, sorry. Aber der Anzug, den wir daraus gemacht haben, der ist ziemlich cool. Ich will noch schauen, ob auf den anderen Bildschirmen was anderes zu sehen ist. Notizen zu Roxxons unabhängigen Vertragspartnern. Wir brauchen jemanden von außen, der Tinkerer und Spider-Man verfolgt. Tombstone schaltet aus. Black Cat ist jetzt sauber. Vorerst. Was ist mit dem lila Typen? Wo ist er hin? Wie hieß er noch? Oh, ja. Ja, perfekt. Der lila Typ? Oh nein. Das ist doch nicht... Oh nein. Black Cat... Tombstone und der Prowler. Na toll. Mehr Info zu Rhino. Ja, er sagt, dass er den Anzug loswerden will, aber mal ehrlich. Der Metalleinteiler ist der einzige Grund, warum die Leute ihn kennen. Verbessert seine Rüstung. Wir helfen ihm, Spider-Kid zu erledigen. Dann wird er ihn behalten wollen. Dieser Kerl manipuliert alle und jeden. Noch ein Sprachmemo von Krieger. Ich mochte Rick Mason. Im Ernst. Aber mit Sentimentalität kommt man nicht weiter. Vielleicht errichten wir eine Gedenktafel für ihn. Oh, oder wir kaufen in seinem Namen eine Bank. Das würde ihm gefallen. Simon Krieger. Ausgeburt an Mitgefühl.
Wir können auch noch mit Finn reden. Okay, ernsthaft. Wieso Tinkerer? Es ist ein Spitzname von Rick. Wenn wir in der Werkstatt gearbeitet haben, hat er mich immer kleine Bastlerin genannt. Weiß auch nichts. Ich denke dadurch an ihn. Das wusste ich gar nicht. Schöne Geschichte. Überschreiben aktiviert. Da ist ein Sprachmemo drauf. Sir, die Polizei fragt nach Rhino. Was sagen wir Ihnen? Unser Mann im Raft bereitet ein spezielles Freigängerprogramm vor. Sagt der Polizei, Rhino macht gemeinnützige Arbeit. Dass Sie damit davongekommen sind? Tür ist entriegelt, aber du musst sie aufbrechen. Alles klar. Sie gehen erst, wenn ich meine U-Form habe. Er sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Nuform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Mike, Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Nuform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal, als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Onkel Aaron. Nein. Moment. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, das... Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Finn, nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Kriegst du das auf? Ja, klar. Wie hast du die andere Tür aufgemacht? Kriegst du das nochmal hin? Wir lassen alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, wie passend, dass das hier hochgefahren kam. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Oh, ein Rätsel. Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Gute Frage. Ich weiß noch nicht, was wir mit dem Kran machen sollen. Muss ich da drüben an den Motor? Vielleicht hilft der Kran uns weiter, irgendwie. Irgendwie ist gut. Ich zieh mal den Kran. Mal gucken, was passiert. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Motording? Ich hab ne Idee. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast.
Der Laser sollte den Motor aktivieren. Ah, Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Nur ein Kurzschluss. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Über die Knoten geht's, wenn ich Strom finde. Von da drüben? Kann ich den Strom auch irgendwie von den Lüftern aus verbinden? Das Glas ist im Weg. Da ist ein Knoten am Kran. Ach, am Kran. Cool. Die Netze leiten Elektrizität. Perfekt. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Ja, das stimmt, aber wir müssen ihn erst noch näher ranziehen, oder? Machen wir es explosiv. Los jetzt! Fast geschafft! Da kommen wir raus! Gib mir ein paar Minuten! Sie wissen, was wir vorhaben! Kein Wunder! Es gibt nur einen Ausgang! Okay, ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Die Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich, auch wenn du unsichtbar bist. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei, ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen, dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Ich wusste, ich schaff das. Alles klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Ich hab eh Lust, mich mit denen zu schlagen. Sie wissen, dass du da bist. Sie rufen Verstärkung. Mach es jetzt auf die laute Art. Greif es bei der Hand! Ich hab ihn im Visier! Bleib stark! Ergib dich! Oh Mann, Mais geht so ab. Du vertraust mir nicht. Du hast recht, tue ich nicht. Wie können wir das ändern? Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Kamera sprenge. Niemand außer Rockstar. Du weißt, sie haben es verdient. Gut, versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Gut zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles.
Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Sehen uns dort. Wo ist das? Hinter welchem Fließband? Da steht ja noch einer. Kommst du? Die Türen sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Einen Spinnenweg. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte. Hier sind alle nur vom Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Zeit für ein Rematch. Wollen wir spazieren? Ich steuere ihn Richtung Panzer. Ich hoffe, das schwächt seine Rüstung. Wir müssen die Panzerung knacken. Du bist ein würdiger Gegner. Ich schenke dir einen guten Tod. Einen guten Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment deuten. So, komm mal mit, Rhino. Das werdet ihr nicht überleben. Du musst deine Rüstung treffen. Du stehst auf und ich schlag dich wieder nieder. Oh, aber ich muss dich nur einmal treffen. Folgt den Befehl! Schnappt euch Spider-Man! Helfen wir mal Finn noch ein bisschen. Halt ihn unten! Seine Rüstung ist heftig! Roxxon Dollars! Keine Kosten und Mühen gescheut! Alles, was sie bauen, können wir zerstören! Bleib am Ball! Runde 2. Oh mein Gott, er wirft einen Panzer! Wenn ich die Motoren auflade? Roxxon hat bei der Entwicklung der Rüstung wohl nicht an explodierende Motorblöcke gedacht. Du musst ihn erledigen. Für immer. Ich werde ihn nicht töten. So was machen wir nicht. Und deshalb wirst du verlieren. Deine Rüstung ist ziemlich ramponiert, Rhino. Geh weg von mir! Langsam wird's! Deine Rüstung wird schwächer! Das ist nur Mut!
Oh. Warum klingst du dann so müde? Ist das dein? Deine Panzerung bröckelt! Siehst du die Kerle? Deine Roxxon-Rüstung ist deaktiviert! Du bist dran! Okay. Nightshot, hast Stromschläge? Ich kann dich nicht leiden! Nicht aufhören, wir vernichten ihn! Die Kleine ist wild! Ja? Das ist sie. Es reicht! Lokalisier das Spider-Man! Ja! Warte. Und pass auf, dass er nicht irgendwas macht. Bin gleich zurück. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen, er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos. Nein, nein, nein! Herz zur Hölle! Was zur Hölle hast du? Du hast die Brücke gesprengt! Mein Land wurde zerstört! Mich ausgeliefert! Finn! Finn, der Reaktor! Beim nächsten Mal töte ich dich. Du gehörst zur Familie. Meine Familie ist tot. Genki, ich brauche Hilfe. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Miles? Wo bist du? Pero che passo? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Finn greift die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles. Nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein.
Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Mach das, Miles. Ich hab Zeit, während Genki Finn aufspürt. Ich sollte mal die App checken, ob jemand Hilfe braucht. Ich glaube, Hilfe braucht niemand mehr. Außer wir selber. Das heißt, auch wir sollten jetzt nochmal den nächsten Schritt in unserem Upgrade-Prozess wagen. Das heißt, als erstes natürlich einmal Fertigkeitspunkte ausgeben. Und die letzten Skills noch freischalten, die wir brauchen. Alles andere, wie gesagt, gibt es leider erst im New Game Plus, was ein bisschen schade ist. Aber ich würde sagen, wir wechseln jetzt auch noch auf unseren finalen Anzug. Auf diesen hier, der sieht auch sehr schick aus, sehr modern, so ein bisschen sportlich. Und das passt auch sehr gut zu Miles, wie ich finde. Und es gibt sicher auch noch ein paar coole Modifikationen. Zum Beispiel jeder sechste Treffer in einer Combo fügt dem Gegner Venom Shocker zu. Und dann gibt es auch noch, glaube ich, erzeugt eine geringe Menge Gesundheit pro Treffer an einem Venom geschockten Gegner. Das ist natürlich auch cool, weil wir generell sehr viel Venom Shocker verteilen. Angriffe nach perfektem Ausweichen. Das brauchen wir aber auch noch. Diesen 50%igen Schadensboost. Und dann sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Es sei denn, wir haben noch irgendwie eine coole Visiermodifikation. Irgendwas mit Venom Kraft. Ich glaube, da gibt es Rest Venom. Als einziges. Energie, die nach einem erfolgreichen Venom-Angriff zurückbleibt, wird sichtbar und kann bei Kontakt absorbiert werden, um mehr Venom-Kraft zu erzeugen. Ja, das klingt nicht schlecht. Dann holen wir uns das noch. Dann haben wir nämlich eine kleine Synergie zwischen den Venom-Effekten, die uns heilen, und dann dem perfekten Ausweichen, was unseren Schaden verstärkt. Und dann sind wir doch, glaube ich, richtig gut aufgestellt. Oh ja, das sieht stylisch aus. Machen Sie die Schotten dicht, Leute! Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts, ein übler Schneesturm, zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder radioaktive Fallout. Übrigens, schlechte Nachrichten, falls Sie vorhatten, mit den Schwiegereltern zur Trinity Church zu gehen.
Na, da wollte er schon wieder über uns lästern, aber ich glaube, wir haben hier soweit alles erledigt und müssen einfach nur auf die nächste Hauptmission warten. In der App ist soweit auch nichts mehr los. Das heißt, ich würde sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.